Und weiter geht's. Da sind wir schon wieder und ich würde sagen, ich habe jetzt irgendwie gerade nicht gerade das alles im Griff gehabt. So. Ich würde sagen, ich baue ja mal meine Hütte weiter. Ich will Ey, jetzt regnet ja schon das. wieder. Warten. Wir haben es jetzt alle gesehen. Toggle, ne? Ja, ich mag Regen. Ich schalte es aber wieder ab. So, jetzt muss ich mal gucken. Ja, den hellen Holzboden habe ich auch. Wunderbar. Oh, diese Mistviecher haben, klauen die mir sogar meinen Holzboden. Kann mir niemand erzählen, Alter. Penner klauen in echten Boden. So. Das Einzige, was ich mir nicht hergestellt habe, so doof wie ich war, war eine Schaufel. Ich war so schlau in dem Punkt. Ah, es blendet. Aua, Augen. Natürlich, die Schaufel ist gerade genau das, was ich eigentlich bräuchte. Muss man auch so aus wie eine Schaufel machen. So. Schauen wir mal so. So, bauen wir jetzt mal das Dach hier weiter und so. So. Aber mit der Axt hier nachhelfen. Wieder mal falsch gebaut hier. So Mist, ey. Du darfst nicht zu schnell drücken, dann fliegt ihr sonst wohin, ne? So, sieht ja schon mal gut aus. Da haben wir schon wieder ein Stück weiter gebaut. Ein Holzboden haben wir auch schon, aber. Au, au, au. Hat er gefallen. Wir brauchen eindeutig eine Schaufel. Aber hier läuft irgendeine Sau immer die Tür offen. Dann zieht das immer. Dann sieht das. Naja, ist genauso, als wenn man auf der Sonne sitzt und einer hat das Fenster offen, weißt du? Was, wenn er zu zieht? Genau. Und Beine zu zieht. Das hätten wir jetzt aber nicht von dir gedacht, du. Das war wieder so klar. Kaum sagt man ein paar Worte, dann schon kommt er mit sowas. Lol, jetzt habe ich die Stöcke weggeschmissen. Oh Gott, es wird schon wieder finster. Du weißt, was das heißt, ne? Zombie-Alarm, Blutmond. Blutmond. Hätte ich auch wieder mal Bock zu zocken. Hui, ich habe Kohle gefunden. Und Lichtstaub. Nicht Lichtstaub, sondern den Globestone. Die Nacht der Zombies, wo sie dir das Holz klauen. Ja, ich komm dich mal beschützen. Ich weiß ja, dass du momentan nicht so viele gute Waffen hast. Ich habe überhaupt gerade gar keine Waffen davon ausgehend.
Deswegen brauchst du Schutz. Club. Möchten uns echt mal eine Holzplantage anlegen, nur mit Bäumen in Massen. Hast du Glück? Ich habe mir etwas besorgt, bevor du die ganzen Monster abgeschaltet hast. Ich habe mir Knochen zugelegt. Ja, die Viecher habe ich ja nur abgestellt auf deinen Wunsch hin. Also von daher. Ja, das ist schon richtig. Sonst hätte ich nämlich die Skelette gelassen, alleine schon wegen der Knochenmehl. Da hast du schon mal Knochen. Was? Wo? Bin ich ein Hund? Komm, Kutschi, da hast du schon mal. Was machst du denn mit einem Knochen meiner Eltern? Umgebracht. Wart. Da hast du. Ja, das hast du wieder aufgesammelt. Ich habe gerade mal 4 Stück. So. 2,24. Jetzt habe ich 2 Schaufeln, aber keine Spitzhacke. Na toll. So. Brauchst du Hilfe? Geht schon. Hä, wieso sind die Steine schwarz auf einmal, wenn ich sie dann lieber berühre? Ach so, das bist du. Ich sehe jetzt, wenn ein anderer den Stein berührt. Das ist auch geil. Was machst du mit Netherstern? Vollmond. So. Siehst du, da werde ich mal gucken, ob ich Samen da habe. Also sollten wir eine Schaufel, kann ich jetzt schon mal anbieten. Na, Schaufeln habe ich mir auch gerade vorhin hergestellt. Drei Naja, normale und eine. mein netter Stern kann ich wie eine Schaufel nutzen. Na, so sieht's auch aus. Das dauert ewig. Das dauert ewig. Hä? Na, wie du da Ja, da. schneller als mit der Spitzhacke, kannst du mir glauben. Na, ich war schon relativ schnell als du mit deinem Ding da. Ja, das war Stein. Da komme ich nicht. Siehst du? Da komme ich nicht drauf klar mit. So, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Jetzt habe ich es total vergessen. Stimmt, Saatgut. Saatgut war in der Mitte, die Drohne. Ich sollte aber echt Schilder anbringen. Ich habe dann noch niemals ein Schild. Ich habe Schilder angebracht bei meinen. Drohne leer, Drohne leer. So, die unterste. Ich habe hier Getreide. Da habe ich Eisen. Kies. Siehst du, Kieswege. Schaufeln habe ich sogar auch welche da gehabt. Spitzhacke. Äxte. Feldhacken. Feuerz. Denkst du? Lapu. Ja, toll. Wo waren meine Bäume? Kohle. Ich habe, glaube ich, Bäume gefunden. Birken. Und Eichen.
So. Aua, ich werde schon wieder angegriffen. Dämliche Sau. Also sogar zwei, ey. Ihr Mist, ihr seid da Arschlöcher, ey. Mann! Könnt ihr euch mal verpissen? Die haben mir schon wieder Erde und Kies geklaut, ey. Irgendwann gehen sie noch an die Drohnen, da hörst du bloß noch die Tür, die Drohnen, knirren. Knarren, diese Klirren. Tonknarren. Danke, du hattest mich auch erwischt. Zum Teil. Na, besser ich einmal kurz, als wenn die dich aufessen. So. Du solltest was essen, sonst war es die längste Zeit deines Lebens. Ich hab da noch Energie drinne, das füllt sich doch gerade nach. Diese Ficker. So, jetzt sammeln erstmal. Oh, ich mach dir mal ein paar Waffen. Ich hoffe, ihr habt noch genug da oben. Ha, den Trick kann keiner. Welchen? Na, ich habe mit einer Axt das ganze Bäumchen gleich klein geschrottet. Was denn du hier? Irgendjemand hat mir gerade die Erde geklaut. Ich finde, der bekommt viel zu schnell Hunger. Tja. Alles nur eine Einstellungssache. Wenn man hungern will, dann muss man hungern. Bin aber überlegen hier so. Hier ist ja das Wasser so, wa? Hier das so abzuleiten nach unten und noch tiefer zu gehen damit. So Art unter dem Lager dort hinten irgendwie so ein kleines Wasserding, irgendwie so ein Wasserbecken unten drunter zu haben. So eine Wohlfühloase. Wohlfühl. So. Obwohl, ich nehme einfach den schnellen Gang nach unten, ab ins Wasser. Das hat sie angehört. Aber unnatürlich. Ich müsste es riesig aufklatschen, nur Pauz. Weil ich bin ja keine Ahnung von wie hoch runtergesprungen. Wasser müsste ja eigentlich schon richtig weggespritzt sein. Arschbombe. Naja, wir wollen es ja nicht so übertreiben, ist ja nicht realitätsgetreu, sagen wir mal so. Wir sind aber schon bald nah dran. Also sieht ja schon mal bei mir wesentlich anders aus, als es eigentlich standardmäßig ist. Ey, die überrennen dein Haus hier. Kommst du mal näher, kriegst einen mit der Keule über. Guck mal, wie brav er auf einmal ist. Oh, jetzt nicht mehr. Stirb. Also der eine hat Interesse an deiner Truhe. Das steht schon mal fest. Ich glotze die Truhe ununterbrochen an. Jetzt rennt er so ganz komisch. Jetzt rennt er zur Tür. Schnauze.
Wo bist du eigentlich? Ah, ja, hinten. Oh. Was verpisst die von mir, ey? Keine Hobbys oder so? Oh, Alter, verpiss dich von mir, ey. Kannst du endlich mal abhauen hier? Du Ich sehe bist. keinen. Ach, da hinten bist du. Doch nicht. Doch, da. Da, das hat er geklaut. Lol. Hier, kannst du dich mal ein bisschen. Momentan habe ich nur Holz. Das sieht irgendwie aus wie so ein Baseballschläger. Was ich in der Hand habe? Das, nee, das andere, was gerade hier so angeflogen kam. Schwert. Sah aus wie so ein Baseballschläger. Achso, das muss ich ja selbst anlegen, bin ich doof. Soll eine Hose darstellen, das soll das Oberteil darstellen. Das ist eine Lederkappe. Was ist das denn? Das sieht ja komisch aus. Sieht aus wie so ein alter Opa. Hä? Sieht Schuhe? aus wie so ein Papp. Na, warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Sieht so aus, als wenn die Schuhe fehlen. Entweder das oder oh, schon mal genau gucken. Jo, die Schuhe fehlen. Schuhe? Also ich finde es ne. Ich muss mal irgendwie kicken. Ja, stimmt, ich hab's ja noch. Bleib mal stehen. Kuba werfen. Na, immerhin vier Sachen. Die klonen so eh gleich wieder. Ach so. Ja, zu nah aneinander kannst du doch nicht Nee, nee, basteln. nee, das geht schon. Habe ich dafür nur gemacht. Oder? Das will ich sehen. So. Hab nicht vorhin auch mehrere gehabt, aber aus irgendwelchen Gründen will das gerade nicht. Ah, mein Isat meldet sich gerade wieder. Was willst du denn? Ups. Irgendeiner macht mir gerade Unkraut hin. Hä? Da bist du. Wenn du daneben wirst, dann gibt's Unkraut. So. Habe ich erstmal wieder ein paar Birkenholzer. So, und da geht's auch schon.